Bei 1 Million Kilometer Funk und Zweck. Hashtag gemeinsam gegen Krebs. Ja, und hier das erste Gameplay heute von Jens. Jens fährt, oh, der hat eine weite Strecke vor sich. Er fährt natürlich mit Volvo von Tassa nach Burgess. Ach, der fährt, glaube ich, wenn mich alles täuscht, die DSM-Map, ja genau. TSM fährt er heute. Oh, hast du dann mir eine weite Strecke ausgesucht? Uiuiuiuiuiui. Wie viele Kilometer hast du denn? Mal gucken, das sieht man sehr schlecht. Aber ich glaube, es müssen um die 2000 sein. Und der erste Hafen. So, ja, was gibt's Neues? Im Moment nichts. Ich war bereit auf die Gamescom, die ja in einer Woche ist. Und in einer Woche bin ich in Köln. Ja, nächste Woche, Montag, bin ich schon in Köln. Und bleib dann bis Samstag. Am Samstag geht's dann wieder zurück. Ja, und bin am Mittwoch, Donnerstag und Freitag auf der Gamescom und am Mittwoch ist Spendenübergabe. Und natürlich, wenn ihr wollt, einen Tag komplett mit mir durch die Gamescom schlendern. Ja, und vielleicht mal die Leute ein bisschen aufmerksam machen auf das, was wir hier tun. Und zwar gemeinsam gegen Krebs zocken. Ja, das kommt wirklich, wirklich sehr gut an. Ich bin so überrascht. Die Zuschauerbindung, die hat sich erhöht. Das hätte ich nicht gedacht. Aha, ja, schön, ja, toll, überall das Gleiche. Naja, auf alle Fälle, es hat sich sehr viel getan, was Zuschauerbindung betrifft und so weiter. Das hat mich sowas von überrascht, dass die so dermaßen hoch ist und dass echt die Videos komplett geschaut werden zu 80%. Das kann man ungefähr sagen, 80% schauen werden komplett geschaut. Und ja, ich habe jede Menge Gameplay schon. Ich weiß noch gar nicht, wann ich meins reinbringe. Ich werde auch Gameplays machen. Und zwar nicht komplette Strecken fahren, sondern einfach mal von mir ein bisschen was reintun. Wo ich dann einfach mal ein bisschen Palaver. Ja, und da wieder rückwärts einfach. Ja, und schafft das beim ersten Mal. Auf alle Fälle schafft er das. Jawohl. So, danke Jens. Super. Dass du auch jetzt zum zweiten Mal bist, glaube ich, schon dabei. Genau. Ja, was gibt's denn so? Oh, und sogar mit. Wow, ausgezeichnet, aber hallo. Also wie ihr seht, die Qualität ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass so viel wie möglich mitnehmen. Auf jeden Fall schöner Draht. Gut, dann Gameplay von Manni. Manni ist auch mit seinem zweiten Teil heute dabei. Ja, Manni kennt er ja schon von LS und von den Multiplayer-Folgen und so weiter und so fort. Wo fahrt der lang? Bin jetzt gespannt. Der sucht ja auch immer Mörderstrecken irgendwie raus. Ah, ja, bin ich gespannt, was er sich für einen auswählt. Da war ein Trailer von mir. So viel Betreuung Krieger. Ja, der hat das komplette Trailer-Pack mit drin. Ah, Vater Krieger. Okay. Ja, dann viel Spaß. So, bin ja gespannt, aber diesmal unser kleiner Manni hier Unfall baut. Ich schaue ja die Gameplays vorher nicht an. Also, dass ihr da Bescheid wisst, mache ich nicht, weil dann, wenn dann irgendwas Spontanes passiert, ich dann spontan wow, schreien kann und klatschen kann. Ha? Ja, auf alle Fälle freue ich mich sehr drauf auf die Gamescom. Es wird sehr viel passieren, ich habe sehr viele Termine. Ha! Da hängt er, oder? Okay. Ich hab gedacht, dahinter. Nee, da hat er nur eine Pause gemacht. Aha, schade, schade, schade. Komm, da bleib irgendwo hängen, Manni. Komm, ich kenn dich doch. Warum fährt der so vorsichtig? Das gibt's aber nicht. Der fährt nach Vorschrift. Das kenne ich von Manni gar nicht. Das ist ja schon oben in Island. Also Manni fährt, glaube ich, auch mit Maus und Tastatur. So wie ich auch fahre. Wer von euch fährt eigentlich mit Lenkrad oder Maustastatur? Wer fährt nur mit Tastatur? Würde mich mal interessieren. Sehr gern. Und jetzt ist es schon da. Ach, gar nichts passiert. Oh, Manni, Manni, Manni.
Money, 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 money. Ich hatte schon gedacht, dass du irgendwo hängen bleibst. Aber naja, kann man nicht immer erwarten. So, ja, auf alle Fälle, wie gesagt, Gamescom wird, habe ich sehr viele Termine, auch mal mit anderen Publishern und stelle mich da mal vor, zeig mal, was ich mache. Vielleicht gibt es das eine oder andere Spiel, was man noch hinzufügen kann für den guten Zweck. Das, weil ich suche ja jetzt, mit, nachdem dass wir ja hier, genau, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Was für ein Spiel kann ich reinbringen, um, sag mal, Aufwurf pro 50 Views 5 Cent in die Spendenbox zu schmeißen, was zu dem Projekt passt hier. Ah, gute Arbeit. Haha, irgendwo ist er hängen geblieben. Also das, was irgendwo zu der Arbeit passt. Also da könnten wir uns vielleicht mal gemeinsam Gedanken machen und mal schauen, wie wir das, was wir da noch für Game mit reinnehmen können. Sagt mir da irgendwie eure Ideen, wenn ihr da welche habt. So, das nächste Gameplay kommt von NiroTax111. Er hat einen YouTube-Kanal. Ja, ein Let's Player. Und das freut mich, dass auch Let's Player mitmachen. Und hier ein Scania. Naja, wer so mag. Leider ein Soundfehler, kein Ton. Ja, das ist leider. Und der hat sich eigene Trailer gemacht. Gut, das wusste ich. Der hat mich ja gefragt, ob er es machen darf. Wegen meinem Namen. Aber finde die geile Sache, schaut cool aus. Super. Gemeinsam gegen Krebs, der Hashtag ist mit drauf. Ey, Pitcher Meyers ist mit drauf. Voll geil. Voll super. Ja, NiroTax. Das ist ja schon mal super. Jo. Genial. So, in Zukunft wird es so sein, dass die Videos einen neuen Namen kriegen. Und zwar, die werden dann ganz einfach gemeinsam gegen Krebs, nicht mehr, also ETS2, gemeinsam gegen Krebs, nicht mehr 1 Million Kilometer drinstehen haben. Die kommen zwar in die Playlist, das gehört zu dem Projekt. Aber ich möchte da noch die Namen dazu. Also sprich jetzt hier Jens, also Gameplay von Jens, Money und NiroTax, dass ihr da dann auch namentlich in der Liste im Video erscheint und immer gleich wisst, in welchem Video ihr dabei wart, weil dann könnt ihr das in der Schule mal herzeigen und sagen, hallo, schau mal, ich war bei Peter Meyers mit dem Video. Ja, genau. Aber es schaut echt cool aus. Also der schaut aber so schön aus, der Scania, muss ich ja sagen. Also richtig genial. Aber der Scania ist halt wie beim Wurstbrot. Der eine mag's, der andere mag's nicht. Ja. Der fährt auch viel in der Außenansicht. Aber was hast du da für eine Auflösung genommen, dass das so flach erscheint? Ah, hinten steht auch schon Meyers. Ja, cool. Weil wir super. Sieht echt geil. Sieht echt nice aus. Ey, 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 da hat es fast einen Beinahe-Zusammenstoß gegeben. Naja, auf alle Fälle, wie gesagt, hilft mir dabei, ein Spiel zu suchen, was man noch mit reinbauen kann in das Ganze und für den guten Zweck, wo ich dann im Singleplay machen kann. Ich habe mir schon überlegt, soll man da vielleicht irgendwas, irgendwie eine Aufbaustrategie-Game mit reinmachen oder soll ich einfach irgendwie Mod-Vorstellungen machen von ETS und LS zum Beispiel und dass man dann sagt, okay, das gehört zu Gemeinsam gegen Krebs und ich mache da dann quasi die Dinge rein. Mache dann quasi pro 50 Views 5 Cent oder vielleicht fällt euch ein anderes Game ein. Bin auch schon am überlegen, ob ich diese Handel wieder mit reinbringen soll. Aber diesmal nicht mit den pro Handelscore, pro 10 Handelscore 1 Cent, sondern dass ich sage, okay, alles was mit, oder wir können es auch so machen, alle 50 Views 5 Cent in die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Helft mir da einfach mal, also schreibt in die Kommentare rein, welches Game ihr euch da wünschen würdet. Wäre auch ein Bausimulator. Aber den mache ich dann natürlich nicht im Singleplay, der wird dann im Multiplayer gemacht, weil man halt so mit mehr Leute am meisten schafft. Ich habe ja jede Menge Games da. Also schreibt mir rein, was euch interessiert und dann können wir drüber quatschen. Oder dann kann ich mal raussuchen, welches Spiel wir wollen. Oder seid ihr dafür, dass ihr mal eine Umfrage startet auf Facebook und jeder dann sein Ding mit reinschreibt bei einer Mio-Seite. Und jeder sich dann das mit reinschreibt. So, auf alle Fälle, das war's schon für heute. Vielen Dank
Nirotax, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.